Die Schweiz, das ist die Dülle und Gülle in Hülle und Fülle. Der Ort, wo sich Fuchs und Hase Grüezi wohl sagen. Die Schweiz, das ist die Heimat von Wilvelo Helmtell, Gabriel Vetter und DJ Bobo. Das Land, in dem die Flüsse flüssig Käse führen. Und in eben diesen flüssigen Käse möchten wir nun mit euch eintauchen in die Welt des Käsefondues. Käsefondue, das ist weit mehr als nur geschmolzener Käse. Es ist eine Wissenschaft. Das beginnt schon bei der diffizilen Rührtechnik, bei der man buchstäblich Acht geben muss. Denn das perfekte Käsefondue wird in Form einer Acht verrührt. Dazu nun ein rührendes Rap-Poem mit dem Namen Achti-Rühre. Tja, Goblin ist Brot in Käse, Käse ist Mool, Bitches. Sind da ready für Motherfucking Interrobang? Manchmal ist es so, dass ich selbst nicht mehr check. Das Fondue schmeckt scheußlich, so wie das Raclette. Es trieft und es tropft so nach hässlichem Fett. Das finde ich dann vom Fondue auch gar nicht so nett. Doch sucht man den Grund, ist das Fondue gar nicht schuld. Der Koch wurde schlicht nicht ausreichend geschult. Darum bin ich hier, damit's jeder versteht, welcher Weg der Käse geht. Wenn der Käse zwar warm ist, doch noch nicht bereit, du den Teller vor dir klar siehst und die Brote schon abreißt, dann empfehle ich dir, nimm dir noch ein bisschen Zeit, um eine Acht zu rühren. Eine was zu rühren? Na, eine Acht zu rühren. Ach, eine Acht zu rühren. Ja, wir rühren eine Acht, weil man das so macht. Und jetzt fick dich der Norm, merk dir die Form. Hardcore-Porn, nur rühr keine Sechs, nein, rühr eine Acht. Wenn du das nicht kapierst, wirst du ausgelacht. Nur Trottel rühren Nullen, nur Nullen rühren Zacken. Nur Fucker rühren Geist, also fackel nicht beim Zappeln und rühre eine Acht. Eine was? Eine Acht. Obacht, Obacht. Ich sag Achti. Ihr sagt Achti. Und ihr sagt Rühren. Und ihr sagt Rühren. Achti, rühre! Achti, rühre! Achti, rühre! Nüni! Ich hoffe, ihr habt's verstanden und übt jetzt zu Hause. Übt ohne Pause, übt auf dem Stausee. Übt, bis ihr zerstaubte. Wir sind jetzt raus. Yeah! Wie alles in der Schweiz muss auch das Fondue von höchster Qualität sein. Und zwar nicht nur was den Geschmack, sondern auch was die Stärke der Käsefäden betrifft. Denn sie halten die Schweiz im Innersten zusammen. Lange Fäden, kurzer Sinn. Die Stiftung Warentest kommt zum Schluss. Schweizer Käsefäden reißen nicht. Wie wild wickelt der Fondue-Fresser den Käse um das Brotstück? Seine Geduldsfäden reißen allmählich, doch die Käsefäden reißen nicht. Bald hat er das halbe, bald das ganze Fondue auf der Gabel, doch die Käsefäden reißen nicht, denn Käsefäden reißen nicht. Kinder nehmen Reis aus, Japaner lesen Reis auf, doch Käsefäden reißen nicht. Die Fäden, die Götter und Marionettenspiele im Hintergrund ziehen. Reißen eines Tages, ja. In der Unterwelt reißen die Lebensfäden. Doch Käsefäden reißen nicht. Der Marmor, Stein und Eisen bricht. Doch Käsefäden reißen nicht. Käsefäden werden nur immer und immer und immer länger. Die käsige Tradition besagt, wer sein Brotstück im Käsefondue verliert, wird bestraft. Aus dem Leid dieser Bestrafung entstand der Blues. Der Blues vom verlorenen Brot? Oder? Hilfe, ich bin ein Brot, hol mich hier raus! Oder? Bauer sucht Brot. Oh yeah, my brothers, oh yeah. Give me the fondue blues. Fondue. Wir sitzen beisammen, um Käse zu angeln. Fondue. Doch wenn ich am Fondue-Tisch nach Broten fisch. Fondue. Dann ist etwas verkehrt, weil das Brot an die scheiß Fondue-Gabel gehört. Fondue. Ich hab mein Brot verloren. Fondue. Was ich gar nicht check. Fondue. Ich hab mein Brot verloren. Fondue. Oh nein, mein Brot ist weg. Fondue.
Das ist der Fondue Blues, der Fondue Blues, der Fondue Blues. Oh yeah. Fondue unseres auf dem Tisch. Geschmolzen werde dein Käse, dein Weißwein komme, dein Knoblauch stinke, wie im Kaklo, so aus dem Munde. Unser täglich Brot schneid uns heute und tunke es in den Käse, wie auch wir käsen es beim Tunken. Und führe uns nicht zum Raclette, sondern erlöse uns vom Raclette, denn dein ist der Waschraum und der Gruyère im Regal. Emmi.